Zuschauer zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Und mir ist aufgefallen, wir waren ja oben auf dem Berg und haben einen Sockel vorgefunden. Und ich denke mal, dass die Innerstatue, die ich da in der Höhle im Wasser gefunden habe, dass die auf den Sockel muss. So, und jetzt werden wir wieder dorthin zurück eilen zum Sockel und gucken, ob die da drauf muss, diese Innos-Statue. Weil der verloren gegangene Innos-Schrein, den die Bewohner dort vermissen, ja wohl irgendwie ganz weg ist. Man könnte sagen, er wäre, dieser Innos-Schrein wäre sozusagen im Meer versunken. So, jetzt muss ich mal überlegen, entweder hier rum. Ich muss auf jeden Fall da oben hoch. Ach ja, es geht alles hier im Kreise. So, wo war denn jetzt nochmal? Ach ja, hier waren ja die Dachse. Und, genau. Hier ist die kleine Brücke. Ach, wie ruhig. Da ist ja schon dieses, wie soll ich sagen, diese kleine Ruine mit den Bögen. Ja, richtig gut gemacht. Und hier ist wieder ein Baumstamm. Wie konnte ich den übersehen? Ja, manchmal wundert's mich. Oh, welch Chor. Jetzt bin ich gespannt. Also die falsche Seite. Gut. Okay, nochmal die. Oh, spannend. Ja, da ist was passiert. Erfahrung 100. Wo bleibt der Questeintrag? Das muss doch, das darf doch nicht unerwähnt bleiben, oder? Liebe Leute. Zugang zu Sandroxburg, vielleicht ist es ja das. Oskar erzählte mir, nein, das ist es nicht. Ich würde mal wissen, was jetzt hier passiert ist. Es war ein Geräusch des Steineschiebens. Also hat sich irgendwas geöffnet hier in der Luke. In der Luke. Eine Luke geöffnet. Ja, das ist jetzt echt tricky hier. Oder muss ich hier noch was auslösen? Aha. Ein metallischer Klang, obwohl ich auf Steinboden gehe. Ja, vielleicht noch ein kleines. Wozu ist das gut? Frage ich mich jetzt. Warum? Warum hat die Innos-Statue jetzt da was gemacht? Hat sie hier was irgendwie getan? Vielleicht sollte ich mir einen Überblick verschaffen, indem ich hier auf diesen roten Kreidefelsen gucke. Mhm. Naja, dann werde ich wohl oder übel mal wieder zurückgehen. Es musste auf jeden Fall irgendwas sein, was woanders wahrscheinlich in Erscheinung ging oder so. Oder ging oder tritt. Gehen wir mal hier wieder den gleichen Weg zurück. Jump. Jump. So, hier kommen wir in die Höhlen rein. Jump. Hä? Jump. Immer genau gucken, vielleicht hat sich was geändert. Nö. Oder, ich frage nochmal nach bei den Bewohnern. Was? Der Innos-Schrein ist wieder an seinem Platz. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich habe eine kleine Innos-Statue auf den Sockel getan. Okay, dann ist es der Schrein wohl. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Der Innos-Schrein ist wieder an seinem Platz. Wirklich? Ich kann es nicht glauben. Das muss ich sehen. Ups.
Ich will ja wissen, wo der ist. Juhairasa, der Innos-Schrein ist wieder da. Ja, er ist wieder da. Jetzt krieg dich wieder rein. Okay, er hockt sich davor. Das heißt also, wir können jetzt hier beten. Ja, das werden wir dann auch gleich ausprobieren und werden volle Kalotte spenden. Beten. Men ebte hoi. Ich will beten. Inno schenkt dir Mana plus 1. Auch schön. Okay, hier ist die Inno-Statue. Also haben wir das. Moment mal, lieber mal gucken, ob die Mission erfüllt ist. Sie ist erfüllt. Also hatte ich doch anfangs recht gehabt, dass die kleine Statue was mit dem Großen zu tun hat. So, Griselda. Hey. Ja. Griselda braucht natürlich noch Zutaten. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, die anderen Bewohnerchen hier. Guck mal, Brosius. Hey, wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Schön, der Innenschein ist wieder da. Aber trotzdem werden uns die Soldaten des Königs nicht sympathischer. Am besten verschwindest du wieder oder redest mit diesem komischen Sandrock. Die Leute im Dorf wollen auf jeden Fall nichts mit dir zu tun haben. Du bist uns nicht geheuer. Oh. Und komme jetzt nicht mit Geschwafel, dass wir dir für irgendetwas dankbar sein sollen. Auf sowas fallen wir nicht herein. Oh, welch ungläubiger Heide. Ich muss noch lachen. Juhairasa, die Statue ist wieder da. Mal gucken, hey. Was Olde Sohn sagt. Der Innoschrein ist wieder da. Meinetwegen. Aber besseres Wetter wäre mir lieber gewesen. Okay. Na, die sind ja nicht ganz so begeistert. Oscar ist ja völlig aus dem Häuschen, wegen des Innoschrein. Habe ich auch schon mitbekommen. So ein Herumgetanze machte der schon lange nicht mehr. Wenn du das mit dem verschwundenen Innoschrein hinbekommen hast, dann könntest du das ja auch mit dem blöden Wetter hinbekommen, oder? Hä? Wie soll das denn bitte schön gehen? Kannst du mir das vielleicht erklären? Ich? Nö. Okay, ich habe Oscar ja nicht tanzen sehen, der ist nur hingerannt. Und, Vielleicht muss ich nochmal ansprechen. Nee. Nö, getanzt hat er nicht, er ist nur hingerannt, hat sich hier hingesetzt. Sollte er tanzen? Fragezeichen? Wir wissen das nicht. Ja, schauen wir mal. Mir fehlt dann noch die Heide Linde. Die ist bestimmt am Kochen. Genau. Hey! Wir können nur abwarten. Was macht der Hausfriede? Okay. Dieser Brosius soll mir nur noch mal unter die Augen kommen. Ich hätte das nicht gemacht. Okay. Da habe ich noch gar nichts hingekriegt. Aber es heißt ja, kommt Zeit und kommt Rat. Gucken wir nochmal ins Logbuch wegen des Wetters. Zugang zu Sandrocks Burg. Ja, ich glaube, das sollte ich mal machen. Das ist auf der anderen Seite der Insel eine Lörkerbucht. Ja, da sind wir durch. Also. Wieder zurück? Nein. Sorry, dass ich so schnell... Also jetzt werden wir mal die Sandrocks Burg betreten. Das heißt, ich muss an diesen vielen Lurkern am Strand vorbei. Die kriege ich natürlich noch nicht. Ja, seid gespannt, wie ich das machen werde. Ich werde natürlich rennen. Rennen. Nicht laufen. Kleine Anspielung auf Ärzte. Die Ärzte, also diese Musikgruppe. Ja, also nochmal hier durch. Oha, Kopf gestoßen. Und nochmal. Ja, tolle Nummer. Das kann auch schief gehen. So, jetzt wird aber abgespeichert. Das geht ja nicht an. Gibt es eine spezielle Stelle, wo ich springen muss, oder ist das alles? Ich werde mal schräger springen, vielleicht nutzt das was. Aua, schon wieder. Also sowas Beklopptes ist jetzt aber auch. Das ist jetzt der dritte Versuch. Beim allerersten Mal hat's geklappt. Was habe ich bloß falsch gemacht? Zack. Ich würde das jetzt hier Turm springen oder Felsenklippen springen und ihr gebt mir Bewertung. Das wäre toll. Ich versuch's nochmal.
Da dotze sich wieder an und wutsch. Hey! Hey! Das ist gut! Endlich! Nach dem vierten Anlauf. Okay. So. Dann heißt es, ich muss nochmal in so ein Dingsbums springen hier, in so ein Loch. War ja hier bei, die will ich ja noch nicht machen. Ja, sorry, ich habe noch nicht die Ability, die Fähigkeit. So, dann ist es hier auf der Seite. Genau, richtig. Nach der Beschreibung von diesem netten, lieben Mitbewohner. Gluck, gluck. So, hoch. Und dann nach dem Hintereingang zur Burg bei der Bucht. Da soll es einen Höhleneingang geben. Wie der Oscar uns das erzählt hat. So. Gucken wir mal. Hier kann man auch sogar hoch und da über die Brücke. So, sicherheitshalber nochmal abspeichern. Ach ja. Komme ich hier irgendwie? Nö, klettern ist ja nicht. Ja. Varani. War es das? Ja, hier sind die vielen Varane. So, aha. Komme ich denn auch hier... Stopp. Wieder hoch? Habe ich gar nicht ausprobiert. Doch, komme ich. Gut. So, jetzt gilt es natürlich zu gucken, wo sich hier denn die Höhle befinden soll. Ich glaube, ich muss das erstmal hier schnell durchlaufen machen, um mich zu orientieren. Leute, ja, ich weiß. Ich krieg die noch gar nicht hin. Also Höhle heißt immer Felswand. Ja, ich laufe natürlich mitten drauf. Ach ja. Den konnte ich gar nicht sehen. Der war hinterm Dickicht versteckt. Also hier ist überhaupt gar kein Höhleneingang so weit. Dann kann ich ja jetzt auch mal dran vorbeischwimmen. Sieht von hier aus nicht so aus, als wäre da ein Höhleneingang. Oder? Oder unter Wasser? Nö. Herrjemine. Was mache ich wohl hier? Geh doch mal hoch. Geh doch mal an Land, bitte. Da ist hier der Höhleneingang. Habe ich den hier irgendwie verpasst? Beim letzten Mal. Aha. Ja, da war ich doch schon. Das war, wo hier die Festmachdinger sind. Übrigens heißen die Poller. Sieht aus wie eine Treppe. Ja, die ist aber, die führt... Ey! Aha, das habe ich übersehen. Kann das sein, dass es sein kann, wenn es so ist, dass ich per Acrobatic hier rüberkomme? Nein, komme ich nicht. Aha. Schade. Naja, Gothic ist ja auch kein Jump-and-Run-Spiel. Oder? Versuche hier am Ende hochzukommen. Das wird nicht klappen. Das sehe ich jetzt schon. Ja. Da komme ich nicht hin. Nee. Also hier muss es irgendwie einen Zugang geben. Na. Ja, ich bleib hier hängen. Superklasse. What is the matter now? Ja, liebe Leute,
Da muss ich jetzt leider mal kurz... wie war das nochmal? So, ne? Ja, okay. Ja, was war die Frage? Die Frage ist, warum blieb ich dort hängen? Hier sind diese Scabbies, die kriege ich auch nicht hin. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist Rätselraten hier. Das ist Rätselratten. Nee, nicht Ratten. Ich verstehe das nicht. Wo soll der Zugang sein, der Hintereingang? Bei der Lurkerbucht. Ja, dann werde ich mal hier wieder... Oh. Mal ganz schnell forschen hier. Oh, doch. Oh, jetzt werden die hinter mir hier... Oh, super klasse. Sie sind sogar noch schneller als ich. Oh, super klar. Ja. So. Guck, guck. Oh, heute ist nicht mein Tag. Er bleibt im Sprung da stehen. Stecken. Das sieht auch wieder aus. Oh no. Das wird nix. Also mich lässt diese Geschichte hier nicht in Ruhe. Mit dem Pollern und dieser Festmach. Ankerpunkt. Ja, toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr hin. Okay, jetzt bleibe ich wieder hier hängen. Oh, ne, dann schwimme ich nochmal rum. Da gehe nochmal rum. Oder warte. So. Und zwar hier. Das Ding hier. Das ist... Weiß ich nicht. Vielleicht war ich zu schnell. Vielleicht sollte ich noch mehr ausprobieren. Meine, ich komme ja so nicht hin. Da dotze ich mir den Kopf da an. Komme ich vielleicht eventuell hier hoch? Ja, das ist doch schon mal... Nee. Nö. Oh Gott, nein. Ich fasse es nicht. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Giftige Fliegen. Ja. Du Schitte. So, jetzt werden wir mal hier ganz am Rand hoch. Und nein, geht nicht. Ach, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Blutfliegen sind plötzlich da oben runtergeflogen. Das heißt also, sind die da noch? Oder? Oh, es sind zwei Stück sogar. Okay, die habe ich schon mal erledigt. Das wird echt übelst. Oh, ein Glück. Tja, die Lösung kennen sollten, wie ich hier Zugang zur Burg bekomme. Die werden sich wahrscheinlich sagen, oh, ist der doof hier. Die Lösung ist doch so einfach. Du gehst da hin und springst und... Ja, ist aber nix. Sieht aus, als müsste hier irgendwie noch... ist irgendein Baum zu fällen oder sowas? Ich habe ja schon einige Modifikationen angesehen, aber... Ich krieg den Kohl nicht fett. Wo... Es gibt echt Situationen, da weiß ich nicht Bescheid. Da habe ich hier was übersehen. Komme ich hier hoch? Nein, da unten in der Ecke komme ich auch nicht hoch. Soll ich weitermachen oder hier an der Stelle aufhören? Das ist auch wieder die große Frage. Das kann es ja nicht sein.
Oder muss ich irgendwie auf den Felsen hoch, damit ich da runterkommen kann? Weil hier ist was. Das sagt mir mein Arsch. Ja, ist jetzt gut. Mano. Ja. Endlich ein schlechtes Let's Play. Roland krabbelt rum. Oder ist hier irgendwas in der Nähe? Irgendein Hilfsgegenstand? Nein. Also. Ach, vielleicht sollte ich hier die Poller mal irgendwie mal anfassen. Vielleicht sind das geheime Schalter. Kann ja auch alles sein. Nein, Alter. Ist kein geheimer Schalter. Du auch nicht. Moment. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Manometer. Es wurde ja auch die ganze Zeit im Ladevorgang angezeigt. Ja, man sollte auch mal die Glubschösschen aufmachen. Ich bin auch der Meinung, dass eventuell mir eine Blutfliege... Wieso geht das jetzt nicht? Achso, hier, ich überbelegt. Das könnte die Rettung sein. Ja, ich bin nicht so der Magier und das ist immer die letzte Instanz, die ich da abspeichern. Die letzte Instanz, die ich dann nehme. Also, Blutfliegen. Spruch. Jo, was war denn das eben? So, liebe Blutfliege, Achtung. Auch nicht. Das heißt also, gleich hier hoch. Deswegen auch der Hint mit dem Blutfliegen da eben. Clever gemacht oder Zufall. Ich ahne etwas. Jetzt fliege ich hier so wild herum. So, was ist, wenn ich springe? Nee, geht nicht. Hier sack ich sofort runter. Wer hätte das gedacht? Am Felsen hier hoch. Oh, weia, das wird eine Folge. Eine Folge der Desperation, der Verzweiflung. Wenn es hier irgendwie möglich wäre, komme ich auch nicht hoch. Oder? Nee. Ach, deswegen sind die auf No-Clip eingestellt oder auf, damit ich hier gar nicht lang komme. Pflanzen behindern nämlich oder die Bäumchen behindern nämlich auch. Ja, toll, Nummer. Es ist auch nicht der Blutfliegen-Heinz hier. Tja. Ach, hier ist mein Zauber übrig geblieben. Ja, der Blutfliegenspruch bringt es auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt echt total verzweifelt. Hallo, Waldskabbies. Irgendwie hier rum? Nee, das bringt ja auch nichts. Okay. Blutfliegen Airlines hier. Dann versuche ich mal anders zu fliegen. So. Gucken, dass ich, wenn ich hier oben bin, dass ich dann da irgendwie hinkomme. So, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt bitte dann? Nee. Ups, ich runterfallen bitte. Ach du Schiete. Wache! Da ist es. Okay. Siehste? Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße. Aha. Und was ist jetzt mit Abspeichern? Ah, nein! So kämpfst du denn? Ja, ich versuch's ja zu kämpfen. Die dürfen mich halt eben nicht kaputt machen hier. Oh.
kommen noch welche? Oh, das war spannend. Oh, wer hat denn jetzt hier gezweifelt? Ich habe teilweise auch echt gezweifelt. So, ich brauche mal ein bisschen was zu mampfen. Ich habe mal ein bisschen Fleisch. Herr Jemine. Also ich finde, das ist ein Daumen wert. Habe ich denn jetzt noch meinen Spruch da? Ja, warte mal. Nee, geht nicht. Ja, das ist wahrscheinlich der Eingang zur Höhle. Zur Höhle. Ja, das ist ein Höhleneingang, aber der Eingang zur Burg. Hoffe ich doch. Wenn mich hier nichts Neues erwartet. Ja, Dachse, gut. Unten Kandira, das ist unten. Oh, spannend. Naja. Da ist ein Dachs. Wow, 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 wow. Das ist ja auch so ein sehr hohes Gezücht hier, Gewächs. Leute, nein! Jetzt war ich noch mit meinem Säbel hier. Ein bisschen weiter weggehen. Mit der Tastatur, dann ja, geht das doch auch. Es hämmert. Oh, ein Dunkelpelz. Immer was anderes als nur ein Dachs. Hallo? Na, das sieht gut aus. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Auch ein bisschen, hallo. Bin jetzt noch so verwirrt. Ein bisschen was essen. Über die Geschichte nicht weg. Also da muss man echt drauf kommen, dass man sich als Blutfliege verwandeln soll, um da irgendwie... Oder ich habe den Zugang ganz anders gemacht. Alternativlos. Ja, liebe Leute, ich habe es hier geschafft, bis hierhin geschafft. Da bin ich auch echt froh drüber. Und wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Es war stellenweise sehr... langwierig, aber dann kam der Einfall mit dem Blutfliegenspruch, mein letzter übrigens, und ich sehe weiter, wie wir hier weitermachen. Also, gebt mir einen Daumen und den Rest wisst ihr. Macht's gut, ich grüße euch. Ciao!